Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit Sania im Aarudorf. Abenteuerherausforderung mit der Sonderregel Schaden durch deine Figuren mit übrigen EP von 6 oder weniger plus 2. Das heißt, wenn wir wenig Leben haben, machen wir mehr Schaden und wir müssen innerhalb von 5 Runden gewinnen und 2 Spezialfähigkeiten einsetzen. Ist mir gerade misslungen, ich habe die Spezialfähigkeit nicht eingesetzt. Manchmal denkt man sich auch wirklich, was das für Bedingungen sind, aber gut. Dann eben nochmal. Und diesmal mit Spezialfähigkeit. Müssen wir nochmal kurz gucken. Ich bin jetzt auf Bennett gestartet. Das ist jetzt natürlich ganz geil, weil ich die perfekten Würfe für die anderen, für den anderen Start gehabt hätte. Aber warum starte ich auf Bennett? Ganz einfach, weil wir seine Spezialfähigkeit wollen. Weil seine Spezialfähigkeit hält uns im Endeffekt immer auf 6 Leben, mehr oder weniger. Pi mal Daumen. Und macht uns noch zusätzlich mehr Schaden. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Kombi. Im Endeffekt ist dieser passive Effekt mehr oder weniger Bennets Spezialfähigkeit, kann man sagen. Und deswegen, ja, eigentlich perfekt für uns. Wollen jetzt natürlich einfach noch aufladen. Ja, wobei, das wird jetzt schon viel Schaden machen. Dann beenden wir die Runde auf Fische, machen ihre Elementarfähigkeit nächste Runde, das passt auch. Machen dann die Spezialfähigkeit von Bennett. Aber darf die Gegner natürlich nicht trotzdem nicht unterschätzen. Also wenn man hier so irgendwie so seine Dinger macht, seine Spirenzchen, muss man natürlich trotzdem aufpassen, dass man dann währenddessen nicht irgendwie zu viel Schaden bekommt und dann das Duell verliert deswegen. Das wäre natürlich ärgerlich. Aber es ist tatsächlich sehr schlecht gewürfelt, leider. Der hat sich jetzt selber das Ding gegeben, das ist natürlich auch wieder super nice. Genau. Ah, nee, das darf man nicht machen. So, zack. Genau, jetzt sind wir bei 5 Leben. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel Schaden wir jetzt machen. Ja, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also den müssten wir auf jeden Fall mit einem... Ach so, jetzt, gut, er hat es automatisch gewechselt. Aber ja, wir müssten jetzt eigentlich in einem Status der mehr oder weniger Unbesiegbarkeit mit Bennett sein. Weil wir immer wieder Schaden bekommen werden und uns... Alter, was sind das denn für Würfel, Mann? Schon besser. Er sitzt in einem Status der Unbesiegbarkeit, mehr oder weniger. Wir machen mehr Schaden, dann heilen wir uns, dann kriegen wir wieder Schaden, dann machen wir wieder mehr Schaden, dann heilen wir uns wieder. Das ist echt ziemlich nice. Ah, es macht leider nur 6 Schaden. Ärgerlich. Und der Standardangriff macht 5. Ja. Genau, jetzt heilen wir uns, jetzt denkt man sich, ah, schlecht, aber jetzt kriegen wir wieder Schaden. Boom, sind wir wieder bei 6. Dann besiegen wir den, kriegen wieder 2 Würfel. Ja, jetzt kann ich wieder die Spezialfähigkeit neu machen. Nur damit besiegen wir leider den Fatui-Typen nicht wahrscheinlich. Aber ich glaube, 9 Schaden ist nicht drin, oder? Ach, es ist 8. Na gut, dann machen die Spezialfähigkeit doch, wenn es 7 Schaden sind. Also direkt für nächste Runde wieder. Heilen uns wieder um 2. Jetzt kriegen wir wieder 3 Schaden. Also, wobei, bei dem kriegen wir wahrscheinlich ein bisschen mehr. Ah ne, er hat den gar nicht benutzt. Ja, aber ihr seht schon, Bennett ist eigentlich... Ja. Ist wie geschaffen für diese Herausforderung, weil es 1:1 seine Spezialfähigkeit widerspiegelt. Nicht ganz besiegt werden, sich immer wieder so ein bisschen hochheilen, dann wieder hin und her. Ist echt perfekt eigentlich. Und der Gegner kann einen auch so nicht besiegen, weil die Gegner hier sind so darauf gedreht. Zumindest mit ihrer Elementarfähigkeit ohne Reaktion nie mehr als 3 oder auch nie mehr als 4 Schaden zu machen.
Und selbst mit Reaktionen machen sie meistens maximal 5. Also es ist eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass man von denen so gewone-shottet wird, was man so aus dem PvP kennt. Wenn jemand so eine ganze Combo durchzieht, das passiert hier so gut wie nie. Und deswegen ist das halt wirklich, ja, sehr easy eigentlich. Mit Bennett. Also Bennett sehr zu empfehlen für diese Challenge. Ich meine, das geht auf tausende Arten und Weisen. Ihr könnt es auf tausend verschiedene Arten und Weisen hier gewinnen. Davon mal abgesehen, ist jetzt nicht die schwierigste Challenge. Aber Bennett definitiv plus. Punkt. Genau. Und das war's. Wohlstand und andere extreme Taktiken. Genau. Ja, die anderen Münzen habe ich jetzt schon bekommen. Wie gesagt, das ist im vorigen Versuch ein bisschen blöd. Und damit sage ich, danke euch fürs Zuschauen. Ich zeige euch noch kurz mein Deck. Es klappt immer noch nicht. Ich brauche mehr Übungen. Genau, wir müssen jetzt quasi hier. Deck. Und mein Standarddeck. Okay, wieder dreifach. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Schaut auf jeden Fall auch mal in der Videobeschreibung vorbei. Ich habe eine Playlist mit sehr, sehr vielen genialen Beschwörungsvideos zu allen Guides und Herausforderungen. Unbedingt mal reinklicken und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.